Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder eine weitere Folge Hallo Tagebuch. Ich werde euch von meiner Woche erzählen, wie Weihnachten für mich gewesen ist, was ich geschenkt bekommen habe und was ich für die nächste Woche so ein bisschen geplant habe. Wenn euch das also interessiert, dann bleibt dran, es geht los. Also, als erstes beginnt ja eine Woche bei mir immer am Montag. Ja, der Montag war so lala. Ich hatte noch nicht so richtig Lust auf Weihnachten und auch nicht wirklich Lust, meine Projekte anzugehen. Und ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Haushalt gemacht, aber irgendwie hatte ich keine Laune. Ich habe also entspannt, kann man so sagen. Der Dienstag lief dann dafür viel besser. Ich hatte meine Vorbereitungen, meine Projekte gestartet, dass ich so nach und nach meine Liste abarbeiten konnte. Ich habe auch fast alles auf meiner Liste geschafft, was ich vor Weihnachten unbedingt schaffen wollte. Es sind die zwei größeren Projekte, habe ich nur zur Hälfte gemacht, also so, dass es optisch schön ist, aber halt noch nicht perfekt. Aber ich werde es so nach und nach dann ordentlich machen. Aber zumindest war alles ordentlich, so wie ich es mir gewünscht habe, für die Weihnachtsfeiertage. Am Mittwoch habe ich dann die Geschenke eingepackt und die letzten Vorbereitungen nochmal gestartet. Ach so, ich war am Montag einkaufen. Deswegen hatte ich auch keine Lust, noch irgendetwas anderes zu machen. Nee, umgedreht, ich war am Dienstag einkaufen, weil ich am Montag keine Lust auf Einkaufen hatte, weil ich mich davor gedrückt habe. Genau so rum war's. Siehst du, vielleicht sollte ich mir irgendwie Daten aufschreiben. Dann komme ich nicht so durcheinander. Jedenfalls habe ich dann Mittwochabend die Geschenke für alle eingepackt und alles fertig gemacht. Und wir haben zu Weihnachten erstmal ausgeschlafen. Weil Vormittag ist ja noch ein ganz normaler Tag. Bei uns geht das ja dann erst nachmittags los. Und wir sind 15 Uhr dann in die Kirche gelaufen, haben uns mit meinen Eltern getroffen unterwegs. Da waren wir uns noch nicht ganz sicher, weil wir nicht wussten, wie das Wetter wird. Wird es regnen, wird es nicht regnen. Es sah ziemlich schlechtes aus vom Wetter her. Aber es hatte erstmal nicht geregnet, also haben wir gesagt, wir gehen los. Ja, Punkt um 3 Uhr, als ich loslaufen wollte, fängt es an zu schütten. Ich begeistert. Aber ich habe gedacht, ist mir egal, wir gehen trotzdem raus. Ich habe die Kinder ordentlich angezogen, so dass sie nicht zu sehr nass werden und wir alle Kapuzen hatten und ordentlich eingemummelt waren, so dass wir auch nicht frieren. Also sind wir trotzdem losgedampert und haben meine Eltern dann noch getroffen. Dann sind wir erstmal in die Kirche gegangen und haben geguckt, was da passiert. Bei der Kirche ist das so gewesen, die haben die Kirche geöffnet von 15 Uhr bis nachts um 23 Uhr, also so dass also auch keine Massen entstehen, sondern dass jeder mal reingehen kann und dann wieder gehen kann. Ich fand es jetzt nicht sehr schön hergerichtet. Sie hatten ein Krippenspiel, eine Krippe aufgebaut und alles sowas und Kerzen und ein paar Gedenkanstöße und alles sowas. Aber im Großen und Ganzen hat mir einfach alles Mögliche gefehlt. Das Krippenspiel hat mir gefehlt und der Kantor hat Orgelmusik gespielt, aber nur trauriges Zeug. Und das fand ich irgendwie sehr traurig, weil Weihnachten ist ja eigentlich nichts Trauriges, sondern eigentlich was Fröhliches. Schließlich ist da ein Kind geboren und Happy Birthday. Und man hätte, es gibt schönere kirchliche Lieder, die ein bisschen Stimmung bringen. Finde ich. Was ich auch nicht so toll fand, ist, sie haben alle halbe Stunde das Krippenspiel aus der Bibel vorgelesen. Ja, sorry, aber für jeden, der wirklich glaubt, der hat eine eine Bibel zu Hause und könnte das auch da lesen. Also da hätte man sich meiner Meinung nach mehr einfallen lassen können. Ich war da schon ein bisschen enttäuscht davon, von dem, was sie da gebracht haben. Aber wir sind dort gewesen und es war uns wichtig. Mein Sohn war wie verändert. Der hat uns immer so angepscht, wenn wir mal kurz miteinander geflüstert haben.
Der war ganz erstaunt über das alles. Allerdings war er voller Erwartungen, die halt nicht eingetroffen sind. Was ich teilweise halt, wie gesagt, ziemlich traurig fand, man hätte das trotzdem besser gestalten können, bin ich der Meinung. Aber okay, es hat für uns dazugehört. Wir sind dann weitergelaufen und hinten war dann nochmal eine Krippe aufgebaut. Da konnte man sich dann noch eine Kerze mitnehmen und noch so ein Flyer, wo halt ein bisschen was über Weihnachten drin stand und so. Ja, dann sind wir wieder losgelaufen. Da sind wir zuerst zu meinen Eltern gelaufen und haben dort Kaffee getrunken. Da kam dann auch mein Bruder vorbei. Da gab es sozusagen eine kleine Bescherung im kleinen Kreis. Und ich bin dann mit meinen Kindern nach Hause gegangen und dann haben wir dort unsere Bescherung gemacht. Es war auch sehr, sehr schön. Ich hatte ja große Bedenken. Mein Sohn hatte einen großen Wunsch. Er wollte so einen großen Dinosaurier, Wasserdinosaurier haben. Und ich habe ihn nicht bekommen. Und da habe ich ihm denselben Dinosaurier halt in klein geschenkt. Wie sagt er so immer? Oh, ein Baby-Mosasaurus. Nun war ja aber der Wunsch der größere. Nun war ich mir halt nicht sicher, ob er dann enttäuscht ist. Er war er aber überhaupt nicht. Er war sehr glücklich mit seinen Weihnachtsgeschenken. Und auch meine Tochter war sehr glücklich mit ihren Weihnachtsgeschenken. Und das hat mich dann auch ein bisschen beruhigt, wo ich dann gesagt habe, okay, damit ist alles in Ordnung. Unser Gabentisch fiel dieses Jahr ein bisschen reichlich aus. Also nicht so viel, wie es sonst bei uns üblich ist, aber es hat gereicht. Und das war das Wichtigste. Denn das Zusammensein in der Familie war uns wichtiger und das war wunderschön. Meine Eltern sind dann nochmal vorbeigekommen und wir haben dann sozusagen Weihnachten noch in Familie verbracht. Haben mit den Kindern schön gespielt und das war eigentlich ganz schön. Irgendwie habe ich gerade was im Auge. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ja, ich wollte euch meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Ich habe nicht sehr viel zu Weihnachten gekriegt. Wir haben uns als Erwachsene gesagt, wir wollen uns nicht großartig beschenken, weil in unserer Familie, wir sind alle Marionettenspieler, wir hatten alle ein schlechtes finanzielles Jahr und haben uns deswegen gesagt, nein, wir möchten uns nicht unter Druck setzen. Wenn jemand was zu schenken hat, dann ist gut. Ansonsten sind die Kinder am wichtigsten gewesen, was Schenken betrifft. Und es war nicht wichtig. Und deswegen habe ich auch bloß zwei, drei Kleinigkeiten bekommen. Und über die habe ich mich aber riesig gefreut. Zum einen habe ich einen Schnutenpulli gekriegt. Wir in Sachsen haben da so, gibt es da solche. Das sind solche Tücher, die da halt hier. Ja, hier, Schnutenpulli halt, ne? Wir machen uns da einen Spaß draus und ich habe schon ein paar solcher Tücher. Ich komme mit der Maske überhaupt nicht klar. Ich habe Narben hinter den Ohren und das tut jedes Mal weh, wenn ich die normalen Masken aufsetze. Außerdem finde ich sie nicht besonders schön. Deswegen habe ich solche Schlauftücher. Mit denen komme ich sehr gut klar und sehr gut zurecht und sie stören mich nicht so. Aber ich fand das lustig mit dem Schnutenpulli. Ich habe einen Schnutenpulli. Ja, das hat mir mein Mann geschenkt. Der hat gewusst, dass ich so eins haben will. Ich habe so eins meiner Tochter geschenkt. Da steht Klotz nie so blöde drauf oder irgendwas. Jedenfalls auch so einen sächsischen Spruch. Dann habe ich etwas für meinen Schreibtisch bekommen. Das ist Fake. Es ist so ein Kugelschreiber und so eine Halterung, wie als hättest du halt eine Feder. Und ich fand das sehr hübsch. Hat mir sehr gefallen. Und jetzt komme ich zu dem ganz Besonderen. Das ist nicht gekauft, denn es ist ein Erbstück. Und zwar ist ganz schön schwer. Ist es für den Schreibtisch. Das ist richtig alt. Das ist über 100 Jahre alt. Das hat meinem Großvater gehört. Und ich habe schon die ganze Zeit immer gesagt, ich möchte das so gerne haben, weil das passt so schön auf meinen Schreibtisch. Den Schreibtisch, den ich habe, der ist von meinem anderen Großvater, der ist auch über 100 Jahre alt. Und ich bin eine kleine Verrückte, was das betrifft. Ich wollte gerne mit Feder schreiben.
Und ich habe eine Feder, aber ich habe keine Halterung für die Feder. Und für die Tinte und alles sowas. Und da fand ich das richtig schön, weil hier kann ich jetzt meine Tinte reinmachen und meine Feder abtropfen lassen. Und ich habe so einen kleinen Standkalender. Der ist, wie gesagt, richtig alt, wie ihr seht. Ist ja total vergilbt, sind die Blätter schon. Aber es ist halt. Erstens passt zu meinem Schreibtisch, wie gesagt. Und zum anderen sind es Erbstücke von meinen Großeltern, die besonderen Wert einfach haben. Deswegen bin ich auch sehr dankbar über dieses Geschenk, als ich das ausgepackt habe. Da, oh, habe ich mich so, so, so gefreut. Ich habe beinahe angefangen zu heulen. Ich war aber total glücklich diesbezüglich. Also im Großen und Ganzen war unser Weihnachtsfest sehr schön. Als meine Eltern dann nach Hause gegangen sind, haben sie auch gesagt, es war ein super Weihnachtsfest. Schöner hätte es nicht sein können. Den ersten Weihnachtsfeiertag und den zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir eigentlich sehr entspannt angegangen. Ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, nämlich einfach Zeit haben, miteinander Zeit zu verbringen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Abwasch und Essen gekocht. Ansonsten habe ich wirklich alle fünfe gerade sein lassen und habe einfach die 2 Tage genossen in vollen Zügen mit meinen Kindern zusammen. Abends haben wir öfters mal einen Film angeguckt, wir haben zusammen gespielt und jeder konnte auch das machen, was er gerne macht. Von daher war es sehr, sehr schön und entspannt. Heute ist, wie gesagt, Sonntag. Ich sitze jetzt gerade hier. Heute Morgen bin ich eher aus dem Bett gekommen, weil die letzten 2 Tage bin ich nach um 12 erst aufgestanden und bin auch nachts um 3 erst ins Bett. Also von daher ist das mal entschuldigt. Heute früh bin ich dann schon kurz nach um 10 aufgestanden. Also das hat schon mal geklappt. Hab meinen Abwasch auch erledigt. Jetzt ist es Mittagszeit. Dahin steht ja der Wecker. Könnt ihr lunchen, wie spät es gerade ist. Und Nachmittag steht noch ein bisschen Haushalt an und die Planung für die kommende Woche. Ich muss ja einkaufen. Dann wollte ich mit meinen Eltern noch mal reden, ob die auch Lust haben, mit uns zusammen Silvester zu verbringen oder eher nicht. Also es klang eigentlich so, als hätten sie Lust dazu. Und Silvester ist bei uns eigentlich meistens auch sehr entspannt. Wir essen da meistens Raclette. Das finde ich zumindest toll, weil ich liebe Raclette essen. Und ja, machen uns einfach einen schönen Abend, bis es dann Silvester ist. Und dann gucken wir mal, ob es trotzdem ein bisschen Feuerwerk gibt oder nicht. Mal schauen. Man weiß es nicht. Wir lassen uns da ganz überraschen und machen uns einfach einen schönen Abend mit natürlich Dinner for One. Das darf auf keinen Fall fehlen. Das ist ein absolutes Muss bei uns. Vor allen Dingen die Kinder haben so einen Spaß, wenn er jedes Mal über das Tigerfell fällt. Die lachen sich da immer sowas von schäkig. Und ja, dann ist wie gesagt die Planung. Ich will auch die Woche noch ein Video machen. Und zwar halt meinen 2020 Jahresrückblick. Wobei Jahresrückblick ist relativ. Ich werde eher darüber sprechen, was mir 2020 gelehrt hat. Und was ich mitnehme in das neue Jahr. Und was ich mir vorgenommen habe für das neue Jahr. Also so wird das in etwa stattfinden. Aber das Video würde dann irgendwann die Woche noch kommen, noch vor Silvester. Und dann bin ich dabei zu planen, wie ich halt mit meinem Kanal weiter umgehen möchte, was ich für Ziele und Pläne verfolge. Und auch das werde ich euch noch mitteilen. Das ist dann erstmal der Plan für die kommende Woche. Und ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Mal gucken. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wie war denn euer Weihnachtsfest? War es schön? Hattet ihr vorher auch so große Bedenken und habt dann festgestellt, dass sie total unbegründet waren? Denn es ist trotzdem wunderschön geworden. Auch wenn schon ein bisschen anders, trotzdem schön. Und ich habe auch gemischte Gefühle, was Silvester betrifft, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch dieses Mal genauso wird wie jetzt Weihnachten. Vorher Bedenken und Angst haben und danach sagen, es war wunderschön. Also vielleicht sollte man sich einfach mal ein bisschen weniger Gedanken machen, sondern einfach das Beste aus dem machen, was man hat. Die Familie, die Menschen, die um einen leben. Und einfach es sich schön machen. Je gemütlicher, desto schöner. Ja.
Okay, ich würde sagen, da habe ich genug jetzt gelabert und erzählt. Video geht auch lange genug. Also, wenn euch das Video ein klein bisschen gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt mich auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr und würdet mich auch damit auch sehr unterstützen. Kostet nichts. Noch ein kleiner Tipp. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.